das wahrscheinlich beste Kastenwagenkonzept auf 6 Meter. Das werdet ihr heute erfahren. Man muss zwar in geringer Zeit ein Bett umbauen, hat aber hinten ein ganz großes Sofa, sogar zweimal, hat eine Face-to-Face-Sitzgruppe auf 6 Meter. Es gibt eine riesige Rampe für die Hunde. Das Ganze hat einen Innenausbau wie auf einem Schiff und es hat gerade mal eine Länge von genau 6 Metern. Und das ist so phänomenal, dass ich gesagt habe, wir müssen das einfach mal zeigen, weil dieses Fahrzeug einfach so, ich sag mal, normal benutzbar ist, wie so ein SUV eigentlich, dass man überhaupt keine Einschränkungen hat. Ja, hier sind die Eigentümer, einmal die Hilke. Ich grüße dich, Hilke. Hallo. Ihr seid aus dem Saarland? Ja, wir sind aus dem Saarland. Wir kommen aus Kastel. Aus Kastel. Du selbst bist aber aus dem hohen Norden, oder? Ja, ich komme aus Oldenburg in Oldenburg. Ja, was hat dich denn Saarland verschlagen? Ja, die Liebe. Da vorne steht er. Genau. Ist das ein netter Mann? Sehr nett, ja. Ihr habt euch wann kennengelernt? Vor 7 Jahren, ganz genau. Okay, und wie? Wie kam das? Ja, wie man das heute so macht, ne? Im Internet. Internet, echt? Ja. Krass. Du bist der Erbauer. Dich kennen wir ja schon von dem blauen Wohnmobil. Ja, hallo. Hallo, stell dich mal vor. Ja, Uwe Schädler von TST Fahrzeugbau. Genau. Wir haben heute mal ein Fahrzeug hier, wo wir verschiedene Aufgaben gestellt haben, die wir, glaube ich, ganz gut erfüllt haben. Und zwar geht es insbesondere darum, zwei große Hunde zu transportieren und das Ganze unter 6 Meter zu halten. Ja, die Klimaanlage mit Licht mit drin, das heißt, ihr habt wirklich alles realisiert, aber du hast mir erzählt, deine Frau hat wirklich ein Jahr lang geplant, oder? Ja, die hat ein Jahr geplant und jeden Abend war was Neues und ja, ich konnte es am Schluss nicht mehr hören, da habe ich gesagt, dann bestellen wir halt so ein Ding. Ja, das ist individuell geplant, das ist zwar nicht ganz billig, aber der Vorteil ist, du kriegst genau das, was du bestellt hast, oder? Richtig, weil wir waren auf vielen Messen, haben uns diese 6-Meter-Fahrzeuge angeschaut und da war also vom Grundriss her nichts dabei, was uns gefallen hätte. Du hast einen großen C-Führerschein, der ginge auch mit dem C1E. Er ist über 3,5 Tonnen, aber das ging nicht anders, oder? Ja, das hat sich am Schluss rausgestellt, weil man hat ja doch während der Bauphase die eine oder andere Änderung und noch einen Zusatzschrank und dann Schubladen in den Schränken. Das heißt, vom Gewicht her wurden wir immer höher und jetzt haben wir also ein Leergewicht von 3,3 Tonnen und dann haben wir ihn auf 4,25 auflasten müssen. So, der hat das super Hochdach. Er ist nur 6 Meter lang. Hast du mal probiert, auf den normalen Parkplätzen klappt alles, oder? Wenn es nicht gerade bei IKEA ist, klappt das alles. So, Echtglasfenster hast du drin? Ja. Diesen Nachgröße vom Vanglas, das ist eine tolle Geschichte. Es gibt einige Sachen, der steht auf Gas. Das ist recht universell. Das heißt, du kriegst überall die Sachen. Ihr pendelt quasi von Deutschland nach Kroatien und wollt euch euren Radius bei der Anfahrt ein bisschen erweitern. Dafür habt ihr das Auto gekauft. Ja, in erster Linie nach Kroatien zu fahren, dann 2-3 Tage unterwegs sein, mal ein bisschen Österreich anschauen und Slowenien. Weil die ganze Zeit sind wir immer mit dem PKW direkt durchgefahren und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen für die Umgebung und die Route zu erkunden. Ja, das Ganze ist professionell ausgebaut von einem professionellen Fahrzeugausbauer, kein Wohnmobilhersteller im herkömmlichen Sinne, sondern das ist schon von der, ich sag mal, Produktqualität fast wie eine Yacht, oder? Ja, fast. So, innen ganz viele Yachtsachen eingebaut, ihr habt einen Yachtkühlschrank drin? Ja. Wir haben einen Ausziehkühlschrank drin, weil das war auch was bei den vorhandenen auf dem Markt zu bekommenden Fahrzeugen sind nämlich nur ganz kleine Kühlschränke drin, wo man ja direkt am Ende ist. Und jetzt haben wir wirklich viel Stauraum im Kühlschrank. So, das hat der Frau nämlich gesagt, ich will ordentliche kalte Äpfel haben und kalte Getränke und kalten Rosé. Ihr habt ein Haus auf Kroatien? Ja. Okay. Fahrt dahin, wie lange dauert das nochmal, wenn ihr durchknallt? Ja, also wenn wir durchfahren, haben wir eine reine Fahrzeit von 12 Stunden. Ja. Und da wir die großen Hunde haben, müssen wir also generell 2 Tage fahren, weil wenn die länger als 6-7 Stunden im Fahrzeug sind, dann müssen die einfach raus.
So, es gibt viele Details, die werden wir euch gleich mal zeigen. Unter anderem ist diese Sitzgruppe, die drin ist, so phänomenal, Hilke, dass ich gesagt habe, da war ich direkt, als ich reingeschaut habe, habe ich gesagt, das ist das schönste Auto, was ich je gesehen habe. Mach mal bitte auf, Hilke. Ich habe es leider schon gesehen. Ich habe mal kurz reingeblickt. Dann ist der Aha-Effekt noch nicht mehr ganz so da. Aber guck mal, wenn du hier reingehst, wenn du mal kurz rausfährst, die Stufe, sei mal so lieb. Mach das mal gerade. Vielen Dank. Ich gehe mal rein, komm mal mit, Hilke. Das ist ein Hammer, oder? Ja, ist sehr schön geworden, finde ich auch. Also ein kleines Hotelzimmer für uns. Das ist so, das erinnert, hat mich direkt an Hotel erinnert, oder? Ja, das wollten wir ja auch. Ihr habt zwei Hunde, die liegen wo denn? Die liegen da, das bauen wir nachher nochmal um. Hier ist das Hundebett, das schieben wir dazwischen und dann haben die Hunde hier nachts Platz. Oh. So, ihr hättet ja auch länger bauen können, aber der Vorteil ist von 6 Metern. Das Fahrzeug ist so handlich, das ist quasi ein etwas größerer SUV von der Größe, oder? Richtig. Und so. Das haben wir auch genau bewusst so gemacht, da wir von einer Insel zur anderen wollen und wir überall auch einen Parkplatz bekommen. Das schöne Sitz hier vorne, Leder. Ja. Das heißt auch pflegeleicht. Habe ich gesehen, da ist vorne in der Mitte noch ein spezieller Stoff drauf, den du super reinigen kannst. Das heißt, wenn ein Hund mal sabbert, passiert nichts. Ja, da haben wir aber auch Schutzbezüge. Die liegen da unten drin extra. Okay. Das mache ich dann abends, baue ich das um. So, ich zeige mal gerade hier oben, du hast überall Stauraum, wo es geht. Ja. Unter anderem hast du hier vorne einen Rollschrank, der nicht klappert. Das ist das Besondere. Der klappert nicht. Stark mit den Lampen. Das ist mit Batterie, die Lampen? Oder wie geht das? Ja, Akku? Ja, die muss ich dann laden. Aufladen, okay. Ja, was ist denn da jetzt mit los? Ich zeig mal gerade hier vorne, dass man das sieht. Die Kaffeemaschine habt ihr mit drin. Ihr habt die Roségläser mit Silvi, oder? Mhm, genau, richtig. Die können während der Fahrt so stehen bleiben. Die sind fest. Die sind fest. So, jetzt zeige ich mal gerade, das ist euer Kühlschrank. Ja. Fahr den mal bitte raus. So, das ist Kühlbox Nummer 1 mit der Kinderschokolade drin. Die ja, ist dort hinten drin. Und dann habt ihr Kühlbox Nummer 2. Da hast du richtig viel Platz, oder? Das war mir auch total wichtig. Also ich brauche einen großen Kühlschrank. Jetzt kommt es noch besser. Ihr habt nicht nur ein riesen Längsbett hinten, das werden wir gleich mal zeigen. Ihr habt auch eine Dusche hier drin. Ja, und das haben wir auch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Zeig mir das mal bitte, Hilke. Ich komme mal eben mit rüber. Hier haben wir einmal die Toilette. Die Toilette, warte. Okay, das heißt, ihr habt eine vollwertige Toilette von Dometic. Das heißt, ihr habt keine Tedford genommen, sondern die gute Dometic. Die hat ein Riesenvolumen. Das heißt, du kannst noch viel länger auf Toilette gehen. Die Tür, nein, ich habe jetzt ganz neu, ich habe genau die gleiche Toilette, die wirklich sehr, sehr groß ist. Dann Waschbecken. Ihr habt hier vorne einen großen Spiegel mit drin. Das Ganze in Betonoptik. Und jetzt kommt das Schöne. Ja. Alexander, kommst du mal rein und machst die eben auf. Der Vorteil ist, dein Mann ist auch nicht gerade der dünnste. Nee, da kann man nämlich schön Sachen zeigen, wenn man etwas... Ich setze mich jetzt hier mal eben hin und mein Mann macht mal eben die Zauberkiste auf. Die Zauberkiste? Dein Mann ist nicht der dünnste, also ehrlich. Ja, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, das Wohnmobil, ich bin ein bisschen kräftiger. Ich bin jetzt auch nicht der dünnste. Ich bin jetzt ein bisschen kräftiger und da musst du dich auch drin bewegen können. Das bringt ja nichts, wenn du ganz eng irgendwie da eingekeilt bist oder so. Ja, also dieser Schrank, der lässt sich rausziehen und der ist also hier verankert. Dann braucht man nur zwei solche Schieber zu lösen und dann kann man, ich mache vielleicht mal hier auf, dann sieht man es besser. Ja. Dann kann man das ganze Teil hier rausziehen. Und dann entsteht die Dusche. Und dann entsteht die Hilke, Dusche. Du willst mich gerade verarschen. Nein. Das gibt's doch nicht. So, wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich hier wunderbar duschen. Ich habe hier Platz ohne Ende. Uwe! Ja? Ihr wollt mich verarschen. ihr habt eine Dusche gebaut in einem 6 Meter Auto, eine vollwertige Dusche. Ja. Wer kam denn auf die Idee? Die Familie selbst. Also ihr habt ja, wie gesagt, ein Jahr mitgeplant und da kamen ganz tolle Dinge bei raus. Es ist wirklich hier total geräumig. Ich kann hier wirklich super duschen. Also, nochmal, wir sind auf 6 Meter. Du ziehst das Ding raus, dann hast du eine riesige Duschtasse drin. Ja. Du hast die Wände, du musst nichts umbauen groß, oder? Nein. Duschvorhang brauchst du denn? Nein, braucht man nicht, weil man in diese Richtung duscht und es ist völlig... Warte mal, ich fass das nicht.
Ich habe jetzt mit allem gerechnet, dass jetzt nach vorne irgendwas rauskommt, aber dass sie den Schrank rauszieht, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt ist es ja tatsächlich so, wann duscht man morgens und abends? Also der Platz ist ja sonst verschenkt. Das hast du schon gesagt. Warte mal, ich fasse es nicht. Das ist, und das habe ich vorher nämlich nicht gesehen. Gut, dass ihr mir das nicht gezeigt habt, ja. Das heißt, du kannst auch, wenn du dich fertig machst, hast du viel mehr Platz hier drin. Das heißt, man muss ja nicht immer nur duschen. Man kann sich sogar hier drin umziehen. Das würde gehen, oder? Das würde auch gehen. Ja, wenn du jetzt nicht alles zumachen möchtest. Warte mal, ich zeig das mal gerade mal. Wenn du dich mal gerade drehst, dreh dich mal bitte. Und ich nehme das zurück mit deinem, du bist nicht der Dünnste. Aber es ist ja so, wenn du, ich sag mal, jetzt einen leichten Bauchansatz hast, dann bist du ja nicht ganz so schmal wie die Schmalsten, oder? Es könnte passieren, dass ich ein bisschen über die Duschtasse rüberhänge auf der einen Seite. Nein, hier ist doch Platz genug, guck dir das doch mal an. Das ist doch eine richtige Dusche. Das ist eine richtige Dusche. Und du könntest sogar das Klo drehen, könntest deine Beine da reinstellen. Ja, das geht? Genau, das geht auch. Das geht auch. Das heißt, wenn man... Also das, wo ich allerdings darauf verzichtet habe, ist, dass ich hier noch ein Waschbecken mit reinnehme. Das wollte ich nicht. Das heißt, Zähneputzen ist hier vorne dann in dem Gesamtfall. Ja, ja. Gut, ist eh dasselbe. Also, ich meine, wir reden hier von einem 6-Meter-Wagen. Ne? Also man kommt hier raus und kann sich da die Zähne putzen oder man putzt sich die Zähne unter der Dusche. Letztendlich geht das. Hilke, das ist der totale Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen. Nee, denke ich mir. Wenn du noch mal kurz rauskommst und fahrst noch mal langsam rein, bitte, lieber. So, wir haben uns hier extra, darf ich noch mal einen? Ja, ja. Sag mal, Alexander, lässt es mal. Wir haben extra, wenn ich hier rauskomme morgens und mich anziehen möchte, habe ich dann auch einen Spiegel. Boah. Weil hier sind ja die beiden Schränke, wo unsere Sachen drin sind. Und ich kann mich morgens hier gleich fertig machen. Ja. Kann mich angucken, kann ich rausgehen so oder nicht. Ich dachte schon, der Affinity wäre cool. Der ist auch nicht schlecht, aber das hier, das toppt das ja nochmal um Längen, weil du mit der Riesendusche natürlich alles hast, ja. Ja, also das ist schon wirklich klasse. Okay, jetzt fahr mal ganz langsam zurück, bitte. Ja, dann mach ich das mal im Zug. Genau, wenn du das mal kurz auflässt. Ich will mal gerade reinfüllen, bitte, die liebe Hilke. Ist die das hier? Genau, jetzt langsam zumachen, dass man mal sieht. Also, dann fährst du den Schrank zurück. Mhm. Arretierst den Schrank anschließend. Mhm. Das war's. Und hast den Spiegel dann drin? Dann habe ich den Spiegel drin. Boah, da habt ihr aber lang rumgetüftelt, oder? Ja, wirklich. Und der Uwe hat nicht die Geduld verloren? Nein, hat er nicht. Es kam ja auch jeden Tag was Neues. Na, herrlich. So, dann Kochfeld. Das heißt, das wäre denn euer Waschbecken noch mit dazu. Dann hast du Betonoptik vorne. Ja. Alle Schränke selbst. Geschirr. Okay, das heißt, ihr habt das hier mit dem Schaumstoff reingemacht. Genau, da klappert nichts. Dann habe ich hier meine Schüsseln, Töpfe, also das, was man braucht. Wobei wir überwiegend eigentlich essen gehen. Aber man muss es ja dabei haben, falls man... Das wird unser Schuhschrank. Okay. Da kommen alles, die ganzen Schlappen und Schuhe, Turnschuhe und was rein. Hier habe ich einen Schrank für Putzsachen und ja, was man so mithaben muss. Rei in der Tube, das kenne ich noch von damals. Ja, braucht man auch. Ne? Das klappt gut, Rei in der Tube? Das klappt gut, ich bin ja Hausfrau. Also von daher. Hausfrau. Dann haben wir hier Besteck. Okay. Klappert auch nichts. Dann haben wir ja, was man alles eben halt so mithaben muss. Ja, viele Schubladen mit drin. Ja. Aber es kommt noch besser. Und hier unten ist Mülleimer. Okay. Zeig mal gerade das Waschbecken bitte. Beziehungsweise die Spüle. Ah, das tropft immer noch, guck mal. Ja, das passiert. Das ist bei mir genauso. Dann habt ihr hier vorne überall solche Schienensysteme, wo ihr ganz universell alles verschieben könnt. Genau. Also wir haben hier so für Schlüssel und Sonnenbrillen, was man alles so, ja. Auf der anderen Seite habe ich dann auch noch ein paar, dass ich dann da Kleinkram reinschmeißen kann, was man so hat. Ja. Riesenschränke noch mit drin. Warte, wir tauschen mal gerade die Plätze. Hast aber schön gemacht hier mit den Blumen und den Äpfeln. Das ist so ein bisschen wie Hotel, wenn du reinkommst. Ja, vorne hast du die USB-Steckdosen. Für die wichtigsten Sachen kannst du das Handy reinlegen, auch wenn du schläfst. Richtig. Warte mal. Und vor allem, man kann ja alles hier auch verschieben. Ne? Also das ist ja der Vorteil. Schön finde ich auch die Gewürze, die du hier oben drin hast. Das ist alles Magnet. Okay. Das hält dann auch während der Fahrt. Man muss nichts wegmachen. Da kommen die Tassen hin.
Wow, ich bin begeistert. Komm, komm, wir tauschen mal. Ja. Du gehst mal vor. Ja. So, da hinten ist dein Arbeitsplatz. Ja. Das heißt, du kannst dich jederzeit da reinsetzen. Ja. Das ist deine Seite hier, die? Das ist meine Seite. Die ist nämlich ein bisschen kürzer und dein Mann hat die etwas längere Seite. Genau, das können wir dann ausziehen und okay. Dann entsteht eine breitere Liegefläche. So, eine breite Liegefläche. Überall habt ihr hinten noch zwei Fenster drin. Das Ganze ist ordentlich isoliert. Das ist die Klimaanlage, die aber zeitgleich noch Fenster ist. Das ist also auch ganz wichtig. Ja, das heißt, ihr habt von oben noch Licht. Helligkeit. So, die Polster, alles hier von TST. Ja, alles Leder. Maßarbeit. Ja, genau. So, dann Schränke. Zeig mal bitte. Das sind ja Riesenschränke, wie im Flieger, oder? Das ist einmal die Seite für meinen Mann. Da kommen die ganzen Sachen rein, habe ich ausprobiert, passt alles. Okay. Ist also völlig für so, wir fahren ja meistens nur 10 Tage, dann sind wir ja wieder im Ferienhaus. Die Seite ist für meinen Mann, diese ist für mich. 6 Meter. Also das reicht völlig. Hier hinten weiß ich noch nicht, was ich da reinmache. Ah ja, da liegen im Moment noch die Hundebetten drin. Mhm. Das zeigen wir nachher beim Umbau. Und auf dieser Seite habe ich alles für die Hunde. Und Bücher und ja. Mensch, Hilke. Was man so braucht. Das ist der. Hier auf dieser Seite eine Krimskrams-Schublade, die braucht man auch. Wird alles reingeschmissen, was man so braucht. Die ist sehr tief. Das ja, heißt. Die geht ganz bis. Hinten raus? Ja. Ist okay. Nicht aufgeräumt, sieht man ja auch wieder typisch. Na, für mich ist das aufgeräumt. Und dann, da wir ja 2 Hunde haben und beide unterschiedliches Futter bekommen, ist einmal hier eine Schublade für Hundefutter und da unten für Higgins auch, ach, da sind sogar noch Hundeleckerlis drin. Und hier haben wir eine versteckt. Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Ich hole das da mal im raus. Darunter haben wir noch ein Fach für Geheim. So ist und man, das fällt auch nicht auf, weil die Schublade ist dann ja, das ist dann ja alles voll mit Hundefutter und hier ist ja auch alles voll mit Leckerlis. Also fällt das gar nicht auf, dass da noch ein Geheimfach drunter ist. Okay, verstehe. So. Da oben haben wir vergessen, die Schublade auch noch. Den Schrank hier in der Küche. Da kommen dann so, sind noch nicht eingeräumt, wenn wir losfahren, Lebensmittel und solche Sachen alles rein. So, da ist die Sattanlage. Das ist die Technik. Ihr habt eine vollautomatische Sattanlage mit drin. Die Markise ist elektrisch, das können wir gleich mal zeigen. Büttner Elektronik, Lithium mit drin. Uwe, ist Lithium? Bitte? Lithium eingebaut? Ja. Ja. Da oben habe ich die Betten drin. Auf der Seite. Betten? Ja, die Betten sind hier. Der Wagen steht schief, deswegen will ich das mal fixieren. Darf ich mal im Kopf? Ja, du darfst. Da sind dann die Betten drin. Okay. So, Bettenumbau, das ist ja so das Wichtigste. Das heißt, ihr habt eine Doppelsitzgruppe wie zu Hause. Ja. Könnt euch dann bis zu einem gewissen Grad unterhalten. Und wenn ihr dann müde werdet, gibt es 2 Möglichkeiten. Ihr könntet auch schon da schlafen. Das ginge auch, ja. Das ginge auch. Ja. Aber der Umbau dauert wie lange? Was denkst du? 5 Minuten. Okay. Wenn überhaupt. Ja, dann mach mal. Ich bin mal sehr gespannt. Das heißt, der Tisch, der geht auch nach draußen, gell? Der da vorne drauf ist. Also der Tisch, den können wir hier machen. Wir können den Stuhl umdrehen. Ja. Dann hätten wir hier eine Arbeitsfläche, wo wir arbeiten können. Okay. Und den Tisch können wir mit nach draußen nehmen. Und so, ich zeig das mal gerade. Du hast diesen Anschlag hier einmal. Richtig, genau. So, der ist für den Tisch und dann habt ihr zusätzlich noch hier einen. Genau. Das heißt, ihr könnt den Tisch zum Kochen, zum Machen und so weiter. Das Hundebett kommt dann, wenn die Hunde drauf liegen, vorne auf die Sitzgruppe. Das baut man mal um. So, den Sitz rechts kannst du, Beifahrersitz kannst du drehen. Ja, der ist, kann man komplett drehen. Soll ich es mal umbauen gerade? Ja, mach mal. Das ist eine interessante Drehkonsole, die kenne ich so auch nicht. Die kommt aus dem Profibereich? Oder? Die kommt aus dem Profibereich, ja. Das hat unsere Werkstattleitung hat das so ausgesucht. Die Sitze sind ja auch leicht verändert worden. Das sind ja auch keine Seriensitze mehr drin. Man kann beide Sitze drehen? Ja. Nur wir. Dadurch entsteht dann die Schlaffläche für die Hunde. Ja, wir haben nur eins nicht bedacht. Also die Hunde haben da ja schon geschlafen. Und leider ist da die Warnblinkanlage und die Hunde drücken mit dem Popo die Warnblinkanlage nachts an.
Ja, da gibt es vielleicht die Möglichkeit, was drüber zu machen. Ja, hätten wir einmal was drüber gemacht und dann war gut. Ja. So, das kommt da rein und da schlafen die Hunde. Richtig. So, Sache von ein paar Sekunden. So, man könnte aber auch da sitzen, oder? Theoretisch. Ja, man kann theoretisch da drauf sitzen. Hm. Also ich habe jetzt noch einen stärkeren Rahmen machen lassen. Und wo sind denn deine Tiere? Da hinten. Also nochmal eben, wir haben jetzt da noch Schonbezüge. Ja. Die mache ich da natürlich drum, damit die Hunde nicht dann alles voll sabbern. Okay. So, die sind aber stubenrein, die Hunde. Ja. So, das sind große Hunde. Wir zeigen gleich mal Fotos von den Hunden. Ihr habt zwei Golden Retriever, zwei Jungs. Da hinten die Betten raus für die Hunde. Genau. Kannst mit ihm eingeben. Das ist irre viel Platz. Für die Größe ist es schon enorm viel Platz, ja. Bin mal gespannt, gleich der Umbau vom Bett. Aber so wie es aussieht, die Betten sind ja fertig. Die werden wahrscheinlich rausgezogen, aber das sehen wir gleich, oder? Das sehen wir gleich, genau. Das geht eigentlich ganz schnell. So, da liegen jetzt die Hunde drauf. Jetzt kann ich mal eben schnell mein iPad nehmen, weil wir haben heute ja die Hunde zu Hause gelassen. Die Süßen, die warten auf euch. Ja, die... Und die sind ja auch zu zweit, da macht das nichts. Moment, ich muss mal ja. Das ist einmal das Bild vom umgebauten Bett, aber was machen wir ja gleich auch nochmal. Okay. Und dann muss ich eben so liegen dann die Hunde. Och, wie goldig. Und dann kann ich es auch nochmal zeigen, wo sie beide liegen. So, die haben auch genug Platz, gell? Die haben, klar. Die legen sich dann ja auch noch nachts mal hier hin, hier unten hin und mal da hin. Also hier ist Platz genug auch für die Hunde, dass sie sich noch mal ausstrecken, ganz lang machen können. Aber sie haben eigentlich die Nacht da in ihrem Hundebett gelegen. So, die harren auch ein bisschen, das heißt, du kannst sie super reinigen. Ja, perfekt. Ja. Das klappt also wirklich super. So, die können sogar, du kannst vorne auflassen. Gut, da sehen die dann die anderen Hunde. Du kannst auch zumachen, dann sehen sie sie nicht. Also ich kann auf und zumachen, aber normalerweise, die sind so lieb, die bellen auch nicht dann. Okay. Also Hauptsache dabei. So, da kann man auch gerade mal hier das Cockpit zeigen. Neungang Automatik, der große Motor habt ihr drin. Ja. 180 PS? 170 PS. Oder 179 PS, glaube ich. Okay, so Aufbau Klimaanlage, wie man alles kennt. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, dann kannst du mir mal in die Kissen rübergeben. Moment, jetzt. Ach. Teamwork. Als ihr es dann geplant hattet und es wurde dann fertig, ist es so geworden, wie ihr dachtet? Genau so. Also ist genau so geworden. Also ist ganz, ganz toll. Also das hat Frau Gümmel und Herr Spießer richtig gut gemacht. So, wir können aber mal den Tisch mal hier vielleicht nach draußen festmachen. Ja. Der dann hat aber auch einen festen Platz, der wird hier hintergeschoben. Dahinter geschoben? Hinter dem. Okay. Wichtig ist auch Rappel, irgendwas rappelt oder klappert, sowas gibt es nicht bei dir, ne? Nee, das sollte es nicht geben. Das wird ja auch, wenn es denn so ist, tatsächlich direkt angemahnt. Da kümmern wir uns dann drum, wenn es denn tatsächlich immer klappern sollte. Denn man fährt ja an dem gleichen Auto, hat es ja nicht getrennt wie beim Wohnwagen. Ist immer so gemein, wenn die Kamera dabei ist, dann 10-mal probiert. Ein Bett reicht oder sollen wir beide machen? Och, mach ruhig mal beide, weil dann könnt ihr euch mal da reinlegen. Ihr müsst das Bettzeug ja nicht drauf machen. Ah, es ist echt viel Platz. Und du kannst halt drin stehen, das ist das Schöne. Du musst den Kopf nicht einziehen. Jetzt bist du ungefähr wie groß, Hilke? 1,64. 1,64 plus Schuhe. So, dann... Ist das die Liegefläche Nummer 1? Jetzt muss ich da leider eben die verstaut mein Mann jetzt gleich hier vorne. Das haben wir alles schon ausprobiert. So, das heißt, ihr tauscht das Bettzeug gegen die Kissen, sozusagen. Ja. Ja. So, 5 Minuten. Dafür hast du aber den ganzen Platz als Liegefläche und das ist Luxus. Ja. Und man hat sogar noch zwischendrin einen Streifen, wo man raustreten kann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das erweitert. Denn, du eben die Kissen verstaust du hier von innen, damit das... Ja, das machen wir gleich, wenn das okay ist für dich, Hilke. Ja, ja, klar. Ich müsste nur nach hinten, weil... Oder kannst du es rausziehen? Mach du es, du kennst dich da besser mit. So, Arbeitsteilung. Bitte, dann mache ich das hier und du machst das. Okay, verstanden. So, einmal da. Das heißt, wir müssen vorher
dieses hier ist noch ein Doppelboden drin. Ja. Ah, da ist eine Schublade. Warte mal kurz, ich zeige das mal gerade. Und da sind die Ausgleichspolster. Ja. So, zwei Stück kommen raus. Wenn man das denn haben möchte. Das heißt, ihr könntet theoretisch auch ohne die Ausgleichspolster schlafen. Ist aber schöner, oder? Ist nachts gemütlicher, ne? Wenn das ein bisschen breiter ist, das Bett. Ist ganz klar. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Außerdem, breite Leute brauchen ein breites Bett, ne? Womit das, wir wieder bei dem Thema. Ja, ja, wären, ne? Das wirst du mir niemals verzeihen, dass ich das gesagt habe. Aber es ist ja so, dass wirklich viele Leute zu mir gesagt haben, zeigt auch mal Wohnmobile mit Leuten, die ein bisschen kräftiger sind, weil das ist dann immer gebaut für kleine Personen, die ich dann teilweise mit dabei habe. Und die etwas stärkeren, etwas kräftigeren, die soll es ja auch geben bei uns in der Gesellschaft. Warte, ich zeig mal gerade dahin. Die gibt's. So. So, und das andere ist Feinarbeit, das muss meine Frau machen. Okay, aber so ist ja schon irre viel Liegefläche, oder? Ja. Ja, das ist 90 breit, das Bett jetzt. Krass. So, insgesamt, Fahrzeugbreite sind 2,10 Meter, gell? Minus ein bisschen Dämmung, das heißt, du hast eine Breite von ungefähr 1,70 Meter. 1,70 Meter, 1,80 Meter, ja. So, in der Mitte ist da noch ein kleiner Durchgang. Ja. Den hast du? Den haben wir mit Absicht gemacht, dass wir nicht über das Bett nach vorne rausrutschen müssen. Mhm. Es ist ja viel besser, wenn man sich seitlich hinsetzt, aufsteht und dann da rausgeht. So, wenn du mal gerade da reingehst, bitte, ja. Sei mal so nett. Oder ihr beide einfach mal. Ja. Die Hilke ist ja dann auf der Fahrerseite und du bist auf der Beifahrerseite. Richtig. So, da ihr beide euch ja abgöttisch liebt, schlaft ihr nebeneinander. Schnarcht irgendjemand von euch? Nein. Nein, sehr gut. Heißt, ihr seid beide wie in Gottes Schoß. Und das ist auch von der Länge. Du bist ein Meter? Ich bin 1,80 Meter. Das Bett ist 1,95 Meter. 1,95 Meter Bett, Tiefe. Dann hast du hier, guck mal Hilke, Fernseher mit drin. Das heißt, ihr könnt abends Tagesschau gucken. Ja, richtig. In der heutigen Zeit ja immer wichtiger, informiert zu sein. Ihr habt WLAN an Bord. Das heißt, auf Wunsch, die Mobiltelefone haben ja alle Empfang. Geht alles. Geht alles. So, jetzt kommt es noch besser. Wenn ihr das mal so lasst, wie es ist. Ihr habt hinten eine große Fläche für die Hunde. Das heißt, also wenn es warm ist, sollen die ja draußen bleiben, oder? Richtig. Richtig? Genau so ist es. So ist es. Kannst du mir das mal zeigen? Wir nach draußen. Genau, geht mal nach draußen, denn ihr könnt wirklich aus diesem Fahrzeug ein riesen Fahrzeug machen in kürzester Zeit. Und auf die Idee natürlich mit der Heckrampe bist du gekommen oder auch die Eigentümer? Ja, auch die Eigentümer in Zusammenarbeit mit unseren Projektentwicklern, dass man einfach Probleme im Individualbau lösen kann, die man so von der Stange einfach nicht bekommt. Das ist ja das Schöne. Was ist das für Material, die Rampe? Die Rampe ist aus Blech gemacht. Aus Blech. Ja. Okay, bitte. So, die hat mehrere Sicherungen. Das ist Stahl unten? Ja. Okay, verzinkter Stahl. Die Rampe liegt denn auf diesen Kufen. Wow! Und alles sieht aus wie auf einer Yacht so ein bisschen, oder? Ja. Yachtstil. So, die Türen lassen sich öffnen. Ja. Dann habt ihr, ähnlich wie bei einer Yacht, habt ihr ein Geländer mit dabei. Ja, können wir auch zeigen. Ach, hier vorne sind noch Türen. Ja, also hier ist die Gasversorgung. Die Gasversorgung. Auf der Seite. Ist das warm eigentlich im Winter in Kroatien? Ja. Also wenn wir jetzt nächste Woche oder übernächste Woche fahren, haben wir so 15, 16 Grad, 17 Grad. Okay. Aber in der Sonne ist es dann gefühlt noch wärmer. Wie gemein. Ja. Oh gut, ihr habt es ja auch verdient. Der Mann hat hart gearbeitet im Leben, oder? Richtig. Jetzt nutzen wir das aus. Unternehmer, ab und zu muss er noch mal ran. Ja, ab und zu muss er leider noch mal ran. Das will er aber selber, oder? Ja, ja. Das ist so. Das ist stark, wie sich der Raum erweitert, oder? Ja, es ist schon vom Gefühl her ein ganz tolles Gefühl, wenn man hinten sitzt und das Auto nicht zu Ende ist. Nochmal, was sagst du? Ich sag, sie halten es ja auch nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit ihrer Frau aus. Ich lass das mal unkommentiert. Also ich hab's nicht gehört. Kann man eigentlich das hier noch abkippen? Ja, das kann man noch abkippen.
die Polster. So, das heißt, du kannst, wenn es schön lauwarm ist, man könnte jetzt ein Netz drüber machen, theoretisch offen schlafen. Kann man. Wir haben auch noch einen Sonnenschirm für hier rein. Sonnenschirm? Ja. Können wir auch noch zeigen. Wie geil. Das müssen wir jetzt nicht zeigen. Das müssen wir nicht zeigen. So, und das ist wie auf der Safari. Das sind natürlich die Hunde, das sind starke Hunde. Die brauchen auch ein ordentliches Netz. Aber es ist schnell umgebaut. Das ist der. Ja, man ist zwar im Urlaub, aber man möchte ja trotzdem so in einer annehmbaren Zeit alles fertig haben, dass dann der Erholungsphase beginnt vom Fahren. So, die Hilke guckt schon mal auf ihrem iPad. Sie hat nämlich ein Foto vom Sonnenschirm. Interessant ist, dass hinten die Rampe auch wirklich stabil ist. Also die federt ein bisschen, ein kleines bisschen? Ja, sie federt ein bisschen, aber ich sag mal, wenn man sieht, dass die knapp 70 Kilo, die jetzt drauf waren, locker aushält, ist gar kein Problem. Das war lieb von dir. So, habt ihr euch eigentlich kennengelernt, ihr beide? Er kam ja irgendwann mal zu dir und hat gesagt, okay, ich will ein Wohnmobil haben. Ja, ja. Und zwar war das auch mit einer Reaktion auf das erste Video, was wir gemacht haben. Echt? Ja, ja, das war toll. Also muss man schon sagen, das hat sehr viel Resonanz gebracht. Und das Blaue. Das Blaue und das Thema Individualbau macht auch einfach Spaß. Also wir sehen auch immer wieder die Begeisterung der Kunden, die dann mitentwickeln, neue ihre Ideen einbringen. Darum geht es ja eigentlich bei der Sache. Das ist ein Sonnenschirm, der kommt gerade raus. Also nicht so, wie man das kennt, wie so ein Regenschirm, sondern ein richtig schicker Schirm. Richtig, richtig schicker Schirm. Sag mal, wenn du damit auf dem Campingplatz fahrt, ihr wart noch nicht unterwegs damit, oder? Wir haben eine Probefahrt gemacht nach Oldenburg. Da haben wir den Wagen ja getestet, aber direkt auf dem Campingplatz haben wir noch nicht gestanden. Das heißt, die Leute, wenn du das ja so aufbaust, ja, dann sind da ja Menschentrauben vor deinem Auto. Weil die können es ja gar nicht fassen auf 6 Meter, oder? Ja, das ist so. Es soll ja auch von der Wertigkeit her allem, es soll ja schon ein bisschen beeindrucken, wenn wir schon diesen Individualbau machen. Das muss sich deutlich von der Stange unterscheiden. Das Leder ist schön. Die Farbe ist genial. Ist so ein Cognac-Ton oder was ist das? Ja, ist ein Cognac-Ton. Sehr wohnlich drin. Ich finde, es ist wirklich ein Hotelzimmer geworden, ne? So, und wenn die Betten natürlich oben raus sind, dann kriegt die zwei Kissen da oben wieder rein nachts. Ja. Und dann haben die Hunde da einen Platz. So, das heißt also, ihr kriegt das mit dem Thema Bettenumbau, wenn die Kamera dabei ist, wahrscheinlich in unter 5 Minuten hin. Ja. Wenn sich nicht die Leute so im Weg stehen. Das Thema Doppelboden habt ihr gelöst. Das heißt, ihr musstet alles planen. Das heißt, wo kommen die Ausgleichspolster hin? Genau, das war schon eine Herausforderung, dass das alles so klappt. So, Isolierung ist ordentlich gemacht, die Farbe, ihr habt das ganze Auto lackiert, das muss ja auch passend sein. Was mir aufgefallen ist, ihr habt aus optischen Gründen wahrscheinlich hier vorne noch was hingemacht. Was hat das nochmal für einen Grund? Ja, das ist einmal ein bisschen ein Schutz der Anlagen und sieht auch natürlich wesentlich besser aus, wenn man die Klimaanlagen nicht sieht. Ja, die ist nämlich weg dann quasi. Ja. Man muss schon weit weg gehen, damit man sie sieht, so drunter. Das sieht ja ein bisschen aus wie Safari. Das ist richtig toll. So, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn die Hunde hier liegen, es ist schön warm draußen. Es ist ja kalt im Moment noch. Aber das ist natürlich ein Traum für Hunde. Und man kriegt ja so schlecht Hotelzimmer für Hunde, ja, oder? Genau, das ist das Problem. Mit zwei großen Hunden haben wir keine Chance. So. Und so haben wir also wirklich eine Lösung gefunden, dass die Hunde immer bei uns sind. Und wir können drin sein, wir können uns ausruhen, schlafen, lesen, irgendwas. Auf jeden Fall sind sie immer dabei. Man hat ja immer so ein kleines bisschen Angst um die Hunde, wenn die draußen sind, die werden jetzt angeleint und so und die sind jetzt direkt bei euch. Das sind eure Lieblinge, oder? Ja, das ist mein Ein und Alles. So, die Namen von den Hunden, wie heißen die? Baloo und Higgins. Baloo und Higgins. So, ihr bleibt mal bitte hier, ich gehe noch mal rein und komme mal gerade durch, dass man den Raum sieht. Das ist übrigens der Tisch, wenn er montiert ist. Draußen kann man direkt sitzen. Hier ist noch eine Arbeitsplattenerweiterung. Da. Dann gehe ich jetzt mal rein und dann filme ich jetzt mal durch den Raum durch. Das ist schon sehr phänomenal. Also für 6 Meter Länge so ein großes Bett, das ist fast eine Frechheit. Aber man muss ja auch sagen,
Ihr baut ja Spezialfahrzeuge, das heißt, ihr habt euch spezialisiert eigentlich auf solche großen Fahrzeuge. Das sind Spezialfahrzeuge zum Kalibrieren. Genau, hier wird Messtechnik gemacht in einem ganz klimatisierten Umgebung mit plus minus 2 Grad, werden dort Messmittel auf Genauigkeit überprüft und hat den Vorteil, dass ein Kunde die nicht mehr verpacken, verschicken muss. Wir stehen vor Ort im Werk und kalibrieren dort. Ihr habt viele von denen gebaut, ne? Das ist jetzt das 9. ist jetzt gerade in der Inbetriebnahme, wobei wir das 1. auch schon wieder stillgelegt haben. Also das ist so. 7. Wie so ein Jumbo-Jet, so ein kleines bisschen. Das heißt, das Schlimme ist ja, die werden dann transportiert und sind dann wieder dekalibriert, wenn sie ankommen, oder? So durch den Transport. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber es ist so schon die effektivere Lösung. Man hat auch die Messmittel am nächsten Tag wieder am Arbeitstisch und sie fallen keine 2 Wochen aus. Was cool ist, du bist selber Camper, du kannst das nachvollziehen, dass jemand so verrückt ist wie die Hilke und irgendwie ein Zeichenbrett rausnimmt und dann sagt, ich will das Ding genauso haben, wie ich das will. Ja, allerdings muss man sagen, die waren wesentlich schneller als ich. Also ein Jahr habe ich nicht geschafft, Planungsphase. Das war bei dir länger, gell? Ja. So, ihr habt euch viele Gedanken gemacht. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben 2 Längsbetten. Einmal fast 2 Meter, einmal die Maße für die Hilke, wobei ich könnte mich da auch hinlegen. Dann hast du hier diesen Kopfanschlag, den finde ich klasse. Du hängst nicht direkt an der Tür dran. Du hast was zum Gegenlaufen. Die Seitenwände, das sieht aus wie Eiche. Ist das echtes Holz? Oder? Das müsste echtes Furnier. Echtholzfurnier. Ja. Okay, Eiche. Da sind ja diese Schienen dazwischen. Ne? Eiche in Verbindung mit dem Cognac, in Verbindung mit dem Betonton. Also auch vom Innenleben her ist das doch recht zeitlos, oder? Ja, ich denke auch. Also das ist sehr zeitlos. Ja, wir werden uns mal in 10 Jahren unterhalten, ja, wenn die Leute sagen, damals, als die Betonoptik ja, noch in war. Ja, bis dahin haben wir 9. Das sagt sie, das sagt ihr Mann, sagt das aber. Das weiß mein Mann nur noch nicht. Der Mann hat gesagt, das war das Letzte. Aber auch so. Nee, die Frauen setzen sich doch immer durch bei sowas. Und das ist auch sehr angenehm für uns, wenn wir in 5 Jahren wieder mit diesem tollen Team was bauen können. Freuen wir uns schon drauf. Zumal der Vorteil ist, der Werterhalt ist natürlich krass bei so einem Spezialfahrzeug. Das heißt, 5 Jahre ist ja gar nichts für den, oder? 5 Jahre ist gar nichts. Nee, der Wertverlust ist insbesondere, wenn jetzt ein Kunde dieselben Anwendungen hat, also auch mit Hunden unterwegs sein möchte, verliert so ein Auto kaum an Wert. Was ganz Spezielles. Ja, aber Preise wollen wir ja nicht reden, oder Hilke? Nein. Wir haben hier unten in der Klappe, da haben wir 2 Stühle drin, einen Tisch haben wir drin, dann haben wir den Schirm noch 4 drin. Was haben wir noch da drin? Das war's. Ja, und deine Kabel und weiß ich was alles, was man so hat. So, 24. Dann, bitte. Dann haben wir noch eine Außendusche. Außendusche wo? Die kommt hier dran. Die brauche ich unbedingt, wenn wir aus dem Meer kommen oder auch die Hunde, damit wir sie abduschen können. So, zeig mal bitte, wo die ist. Da fragst du mich was. So, das Außengasanschluss hier, oder? Das ist Stromanschluss. Stromanschluss. Das ist Heizung. Wasser, Einfüll. Hier ist die. Ja. Da ist die Außendusche. Die Außendusche. Genau. Mit kaltwarmem Wasser. Ja. Also wir können auch warm duschen. Hier wird also hier lediglich die Dusche angesteckt. So, Tankvolumen, lieber Uwe? Tankvolumen haben wir am Frischwasserbereich 150 Liter und im Abwasserbereich 90 etwa. 150 Liter Wasser. Also ich habe ja 110 Liter, man kann nie genug Wasser haben, oder? Ja, ich brauche ein bisschen mehr. Das nimmst du mir noch 5 Jahre übel. Aber es ist ja so, es sind ja nicht alle ganz schlank. Also ich halte das für sehr wichtig, dass man das zeigt, dass auch etwas, ein kleines bisschen kräftigere Menschen da problemlos drin tanzen können, oder? Genau. Und deswegen habe ich auch die große Dusche gebaut. Gott. Als du ihn damals kennengelernt hast, da war er schon so, oder? Ja. Gott. Also ja, ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger. Das heißt, du hast genau das bekommen, was du wolltest. Genau. So, jetzt geht's auf Tour. Wann? Ja, wahrscheinlich in 14 Tagen, ne? Ja, gut, wie du das. Ihr könnt ja jederzeit sagen, ja. Wir brechen auf. Genau. Wir packen dann den Wagen und los geht's. So, ihr habt noch mehrere Autos, aber das könnte man theoretisch eigentlich auch als Alltagsauto verwenden, wenn ihr unten seid in Kroatien. Ihr braucht keinen Leihwagen, oder? Nein, das brauchen wir nicht. Wir können ja so mit dem Auto einkaufen fahren, ist ja gar kein Problem. So, Echtglasfenster drin, Alarmanlage schon drin? Das weiß ich nicht mal, ob eine Alarmanlage verbaut ist. Okay. Das ist so, man kann ja jetzt eine Alarmanlage nachrüsten. Habt ihr Angst, freizustehen oder stellt ihr euch meistens auf Campingplätze? Wir haben ja 2 Hunde. Ach so.
Die werden schon anschlagen, wenn da jemand kommt. Ja, die Alarmanlage drin. Genau. Habt ihr Alarmanlage eingebaut? Ja, die haben nur Fell. Okay, super. So, Allwetterreifen habt ihr drauf. Also was gibt es sonst noch zu sagen? Nicht mehr viel. Ja, tolles Fahrzeug. Man muss sagen, auf einem Mercedes-Benz Sprinter ging das nicht. Der ist zu schmal. Der ist dann ein bisschen zu schmal. Da kann man gewisse Dinge nicht realisieren, die man hier aufgrund der Raumbedingungen machen kann. Das ist enorm. Also ein paar Zentimeter drin ist schon fast ein K.O.-Kriterium. Also das ist beim Sprinter ganz schwierig. Das also ist ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Man kann sicher Dinge lösen, aber dann muss man wieder Kompromisse eingehen. Und hier haben wir, glaube ich, das optimale Platz-zu-Leistungsverhältnis erreicht. So, wenn ich sowas haben möchte, kann ich zu dir kommen. Du planst das Ganze Lieferzeit im Moment? Lieferzeit ist im Moment sehr stark abhängig vom Fahrgestell natürlich. Also wenn wir das Fahrgestell haben, brauchen wir schätze ich 5 Monate, dann ist das erledigt. Das ist fertig. Kann man den kopieren oder ist das Copyright jetzt bei der Family hier? Den kann man theoretisch kopieren, ja. Also wenn einer sagt, das ist genau mein Auto, kann man die Farben noch bestimmen. Genau. Aber man kann sagen, ich will den genauso haben, oder? Das kann man genauso machen. Das macht das für uns sehr einfach, weil alle Dokumentationen, alle Pläne gemacht sind. Das ist sicherlich dann sehr einfach realisierbar. Ist das ein Wohnmobil jetzt in den Papieren? Das ist in den Papieren ein Wohnmobil, okay, ja. Das heißt auch Steuer und so weiter ein bisschen günstiger und die Versicherung auch, das ist so. Mhm. Ja, ganz toll. Rückfahrkameras so mit drin. Fährt sich wahrscheinlich easy, oder? Fährt sich ganz locker. Ja. Die Motorleistung ist auch schön leise drin? Bei hohen Geschwindigkeiten, also ab 130 wird es laut. Darfst du eh nicht fahren, du bist ja über... Ja, aber das... Du darfst maximal 100 fahren mit dem. Nein, das stimmt nicht. Ich darf 130 fahren. Hier in Deutschland 130, in Österreich 100. Sicher? Ja. Weil ich glaube, über 3,5 Tonnen darfst du. Nee, ich habe nachgeschaut. Hast nachgeschaut. Gut, ich lasse das mal offen. Ihr könnt ja mal die Kommentare drunter schreiben. Darf ich über 3,5 Tonnen über 100 fahren? Das lassen wir jetzt mal offen. Ich sage 100, er sagt 130. Wir stimmen ab. So, toll gemacht. TST Fahrzeugbau, du bist in Eiweiler. Ja, in Eiweiler, in dem Gelände der früheren Telefunken, haben wir uns 93 verselbstständigt und machen seit 2014 hier auch Fahrzeugbau. Hier war mal Telefunken? Ja. Und was von Telefunken? Hier wurde Telefunken, wurde praktisch Rüstungsindustrie gebaut. Hier wurde AVEX gebaut, Teile vom Leopard-Panzersystem. Und das Werk wurde dann Ende 92 mit Ende des Kalten Krieges wieder zurückgebaut und die restliche Arbeit wurde nach Ulm verlagert. Ist die Rufnummer korrekt hier? Kann man die nehmen? Die Rufnummer kann man nehmen. Da ist man sofort beim Kalibrierservice angekommen. Aber da ja alle drei Firmen praktisch hier am Standort eines sind, kann man da durchaus auch den Fahrzeugbau darunter erreichen. Okay, das heißt, du baust diese Fahrzeuge in der Qualität wie die großen Fahrzeuge, die Kalibrier. Du baust auch noch Krankenwagen? Krankenwagen nicht. Feuerwehrautos. Feuerwehr bauen wir jetzt einiges. Haben wir auch wieder gerade Bestellungen bekommen. Für die Polizei bauen wir. Wir bauen Industrie-Messfahrzeuge für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Wir haben jetzt Blutanalyse gebaut für Helmholtz-Institut. Also die Palette ist sehr, sehr breit. Und so die Wohnmobile sind für uns so das Luxussegment, in dem wir 4-5 Fahrzeuge pro Jahr bauen. So nebenbei quasi. Ja, weil es Spaß macht halt. Es ist halt etwas Schönes und man sieht auch an den Reaktionen der Kunden, was das ein tolles Erlebnis ist. Ja. Wenn das Ding dann sich so entwickelt und fertig ist, das macht schon Spaß. Uwe Schädler von der Firma TST Fahrzeugbau. Ich zeige es gerade mal hier vorne. Und denk dran, wir haben einen blauen gezeigt, Iveco Daily mit 3 Slideouts. Du kannst dich noch daran erinnern. Da waren wir in irgendeiner Halle, haben das Ding gezeigt, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Hat den Leuten gefallen, oder? Hat den Leuten sehr gut gefallen. Wir haben auch heutzutage immer noch pro Woche 2 Besichtigungen von dem Fahrzeug und schreiben sehr, sehr viele Angebote. Das ist gut. So. Und du würdest auch sagen, Hilke, man kann beim Uwe kaufen? Ja, das kann man sehr gut. Man sieht es doch, oder? Ja. Ist doch super geworden. Das ist wichtig. Wenn man fährt, es klappert nichts, oder? Nein. Gar nichts? Nein, es klappert nichts. Das ist wichtig, oder? Knirschen, klappern, es gibt nichts Schlimmeres. Es nervt, ne? Wenn irgendwas klappert, dann... Aber das hatte ich auch am Anfang, hatte ich auch ein bisschen beim Besteck irgendwas falsch gemacht. Das hat geklappert, das nervt einen so, dass man den anhält und dass man das vernünftig einräumt.
So, du hast überall Schienensysteme drin. Ja, dann erstmal vielen Dank, Hilke. Du musst weg wieder zu den Hunden. Richtig, genau. Das ist so. Du bist sehr sportlich angezogen. Das gefällt mir echt gut. Das ist alles abgestimmt bei dir. Das habe ich extra gemacht, ganz bewusst. Du machst viel Sport, oder? Gar nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht Sport gemacht. Sport ist Mord. So, ich lasse das mal stehen. Einmal Hilke und einmal Alexander. Alexander. Was hast du gemacht im Leben vorher? Ich hatte eine Gerüstbaufirma. Eine Gerüstbau? Das ist ein harter Job. Ja, das ist ein harter Job. Ich nehme an, dass du am Anfang auch mitgebaut hast, oder? Die ersten 10 Jahre ja, die letzten 25 dann nicht mehr. Rücken irgendwas? Ja, okay. Auch. Ja, vielen, das Übliche, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und dann viel Spaß in Kroatien. Wir haben uns ja beide, ich war ja auch schon mal in Kroatien, wir haben uns beide unterhalten über Bora Bora. Ja, Bora ist ganz böse, das ist ein starker Wind, der über die Berge kommt. Und da ist es nicht so gemütlich. Aber der ist nach 2-3 Tagen in der Regel wieder weg. Und das Coole ist, ihr fahrt ja oft hin. Ein ganz besonderes Schmankerl sind die 6 Meter, denn auf der Fähre unter 6 Meter ist alles viel günstiger. Und ich danke dir herzlich und bis zum nächsten Mal, okay? Kein Problem, ich danke. Bis dann, tschüss Uwe. Tschüss Hilke. Warte, ich sag noch tschüss. Tschüss Hilke. Ciao. Ciao.